Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb und heute haben wir zwei spannende Themen, kann ich jetzt schon verraten, ist auch nicht so schwierig, steht in der Titel. Und zwar geht es um der 10980XE von der Firma Intel. Die war ich euch noch schuldig, liegt aber nicht an mir, dass ich ihm schuldig war, wollte ich nur mal so erwähnen. Und wir wollen auch noch über der neue Edius X oder Edius 10 reden in Bezug auf der Grafikkarte, weil nachdem es bekannt ist, dass hier einige Änderungen stattfinden, habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und das ist nicht ganz unwichtig und damit ihr nichts Falsches kauft, würde ich sagen, werde ich da auch noch ein paar Wörter darüber verlieren. Soweit ist es aber noch nicht, weil wir haben erstmal ein ja sehr, sehr beliebtes Thema, zumindest was mir angeht. Allerdings ist mir da ein bisschen der Spaß verloren gegangen, nämlich die 10980XE. Den wollte ich schon in, ja, ich glaube in November vorstellen, weil im September war dann der offizielle Launch. Soweit ich das noch so gut erinnern kann. Ja gut, im März war der schon mal ja so vorab erwähnt, aber dann der wirkliche Launch war im September, glaube ich, und Oktober, November haben wir dann mit die ersten Stückzahlen gerechnet. Es gab ja auch schon Testen von, YouTuber, die etwas bevorzugt beliefert werden. Dementsprechend hat man schon mal so Infos bekommen. Aber wir haben gelernt, dass wir in der Videoumgebung andere Ansprüche haben und andere Ergebnisse haben. Denken wir nur mal an den Ryzen, der da wirklich negativ mal so aufgefallen ist, wenn es um AMD geht. Also haben wir gesagt, wir wollen den selber testen. Ja, und dann fing das Warten an. Liebe Leute, also 7 oder 8 Monate, wir haben jetzt Ende Juli, ja, 26. Juli, ihr seht es hier unten. Ja, und das heißt einfach ein absolutes No-Go, was die Firma Intel da präsentiert. Ja, und es ist noch lange nicht so, dass der versprochene 10980XE jetzt massig zu haben ist. Nein, nein, sie müssen das absolute Glück haben. Den für einen überhohten Preis, weil der liegt zurzeit so bei 1299 und eigentlich waren so Preise von 1099 im Gespräch. Dürfen sie hoffen, dass sie einer erwischen, dass ihr Händler so gnädig ist, dann auch einer zu liefern. Ja, und das zeigt mal wieder, dass Papiertiger bei der Firma Intel sehr, sehr beliebt sind. Ein ähnliches negatives Ergebnis ist zurzeit die neue 10900K. Ich habe schon ein paar ausgeliefert, aber auch der ist mehr als wenig verfügbar. Ja, und ich finde das sehr, sehr traurig und zeigt, dass wir Konsumer für die Firma Intel eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Die verkaufen lieber Server-Racks mit schönen Xeons. Gut, verstehe ich, weil da kann man richtig Geld verdienen. Egal, ich reg mich wieder auf über diese Firma. Aber es gibt nun mal zwei Firmen, ja, das ist die Firma AMD und die Firma Intel. Und die Firma Intel hat die sogenannte Papiertiger und die Firma AMD kann tatsächlich liefern. Das ist schon mal 1:0 für AMD. Und wir haben heute dann der endgültige Kampfergebnisse. Wer ist denn die bessere? Geht es um die 10900K von Intel? Das ist ein kleiner CPU, also ein Mittelklasse-CPU, wenn Sie so wollen, mit 10 Kerne, aber mit dem berühmten Quicksync dabei. Dann haben wir die 10940X getestet, die kann sehr gut weg, vor allem in den 4K-Bereich und vor allem dann, wenn natürlich Quicksync überhaupt nicht zugreifen kann. Ja, und dann kam die eigentliche Überraschung, das war der Threadripper von AMD. Die haben wir sehr gut getestet mit sehr guten Werten und die einzige Frage war da, ist die Intel 10980 ja wirklich jetzt noch der Konkurrent oder fliegt ihm die AMD um die Ohren? Und das werden wir heute feststellen. Wobei bei den letzten drei CPUs wer kein Quicksync benutzen. Und da kommt dann der Nvidia bei uns hier in Frage oder dazu. Wir haben hier die RTX 1060 Super. Und ich kann jetzt schon sagen, dass wir dieses Spielchen wiederholen werden, wenn wir nicht mehr mit Edius 9.5 testen, wie wir es hier machen, sondern mit Edius 10. Weil da wird sich eine ganze Menge ändern. Und da werden wir völlig anders arbeiten können
Ja, und wenn wir das können, werden wir das auch machen. Deshalb später noch mehr dazu, aber im Moment werden wir uns konzentrieren auf die CPU. Ja, und das Erste, was wir immer machen, das sind natürlich die Benchmark-Testen. Die werden wir jetzt aufrufen. Sie sehen, dass ich wieder meine Fenster offen habe bezüglich ja, unterschiedliche Informationen, die ich hier abgreifen kann. Ich starte mal die Cinebench 20 und ja, sage ihm nur, lass knattern. Wir machen ihn mal kleiner, dann können wir wieder die CPU-Werte daneben sehen und wie er sich benimmt. Das ist natürlich auch interessant zu wissen. So, ich denke, so geht's. Und ja, lass ihn erstmal laufen. Cinebench 20 ist ein Nachfolger, wenn Sie so wollen, von eben der 15. Die geht inzwischen mit solchen CPUs, die wir hier haben. Wir haben immerhin 18 Threads, ja, also 18 echte Kerne. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man das nur mit vor 3 Jahren vergleiche, wo die Firma Intel nicht mal bereit war, mehr als 8 Kerne zu liefern bei die High-End-CPUs. Ja, da sind 18 natürlich schon ein Weltformat inzwischen, aber weit, weit überholt schon von der Firma AMD mit dem Threadripper bis zu 64 echte Kerne. Ja gut, die brauchen wir nicht. Oder man hat ein sehr gut gefüllte Portemonnaie an, dann können Sie gerne bei mir anklopfen. So ein Geschoss hätte ich auch gerne mal getestet. So, die werde ich mir aber nicht leisten wollen, um nur mal so einen Test durchzuführen. Ja, die 10980 XE. Wir sehen hier eine Score von 9,2. Die habe ich allerdings ohne meine Hintergrundprogramme. Wir haben wieder was laufen. Ja, Sie kennen das ja. 9745 Punkte. Wenn wir das vergleichen mit der Threadripper, da lagen wir dann bei ja, lockere 13.000 Punkte. Und daran merkt man dann doch, okay, hier haben wir das erste Mal der Intel locker geschlagen. Das war aber auch zu erwarten, weil die AMD natürlich gerade bei solchen reinen CPU-Leistungen ja unschlagbar ist, weil eben 24 Kerne drin sind mit einer sehr hohen Taktrate. Ja, und dementsprechend kann ich hier, obwohl ich mein CPU getaktet habe auf eben 4,3, das können wir ja hier irgendwo sehen, da sind sie, die 4,3 GHz habe ich hier also mit meiner Rechner dann mal hier zur Verfügung gestellt. Gut, wollen wir die Cinebench 20 mal 20 sein lassen und die 15 machen. Ich wollte heute eigentlich gar nicht so lange hier um den Brei herumtrödeln, deshalb machen wir mal gleich den Test. Die geht natürlich viel, viel schneller jetzt. Das ist das Schöne. Sie sehen hier auch die Geschwindigkeit auf 4,3. Und ja, die ist schon mehr oder weniger fertig. Wir können hier eigentlich schon die Werte sehen. Nämlich 4083 habe ich erreicht. Im Moment ist er bei 3852. Aber das wissen wir warum. Deshalb nicht so schlimm. 4083 können wir auch mit mehreren vergleichen. Wir haben die 10.940, das ist der kleinere mit 14 Kerne, die kommt auf 3.446. Wir haben also immerhin hier schon ja, gute 15% mehr an Leistung. Das verspricht Gutes. Dann haben wir die Threadripper unschlagbar bei 5.698. Also 5.700 sind 1.700 Zähler mehr. Das sind Gewalt. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, dann haben wir noch die 10.900 getestet, damit ihr mal mitkriegt, was der von Leistung hat. Die lag bei übertaktet bei 26,53 und nicht übertaktet bei 24,53. Übrigens, diese CPU, die 10.980 XE, wenn ich die nicht übertakte, wenn ich den also so aus der Box nehme und so verkaufen würde, was ich für absolut Schwachsinn halte, ja, weil die Intel verkauft nicht umsonst die K-CPUs oder eben die XE als Extrem-CPUs. Die dürfen natürlich übertaktet werden und man wäre doof, wenn man es nicht macht, weil allein die Übertaktung durch die RAM bringt wirklich enorm viel. Ja? Und man braucht es ja nicht zu übertreiben, wir müssen jetzt nicht mit Stickstoff handeln oder was weiß ich, ja? Sondern die Basis kommt auf 9100 bei der Cinebench 20 und die kam bei Übertaktung auf 9,7. Wir haben also wirklich 600 Punkte da nochmal geholt und das gefällt mir sehr gut, ohne dass ich jetzt übertreibe. Ja, weil so ein CPU kann man auch noch weiter übertakten. Will ich aber nicht, weil ich will
er die Gewissheit habe, dass alles auch stabil läuft bei euch. So, das zu dieser Geschichte. Fangen wir an. Fangen wir an mit Edius und was der so uns sagt zu der Sache. Also wie gesagt, das sind CPUs, die High-End-CPUs sind ohne QuickSync, ist in meinen Augen auch nicht mehr wichtig, weil diese QuickSync bei zum Beispiel 4K und 10-Bit überhaupt keine Rolle spielt. Da wird es bei der Edius 10 wichtig, dass wir auch diese sogenannte Nvidia-Codex oder der AMD-Codex, ich glaube, der kam auch, dazu bekommen. Mal abwarten, was das bedeutet, da kommen wir gleich zu. Fangen wir an mit der normalen Test. Sie kennen das inzwischen, deshalb erkläre ich das auch nicht mehr. Wir wollen nur noch Ergebnisse sehen. Deshalb würde ich sagen, direkt mal so losstarten, exportieren, nehmen den Test 2 mit 50 MB konstante Bitraten. Sie kennen das, super fein. Haben wir hier so ein Parcours für HD hingelegt, die, als wir anfingen, enorme Zeiten brauchte und inzwischen hier wirklich wegschießen. Mal gucken, nee, ich kann es leider nicht mehr schließen, aber ich kann den, glaube ich, noch nach vorne holen. Und da sehen wir, dass alle CPUs ja eigentlich sehr gut laufen. Und das auch nochmal auf den normalen Bereich sehen. Hier laufen die CPUs, also hier sind wirklich die CPUs gefragt und sehen, dass die nicht alle bis zu 100% Anschlag laufen, weil hier mehr Verwaltung eigentlich mitgeliefert wird, weil die Daten so klein sind für ihn. Das war auch eine Overhead an Daten. Trotzdem super Werten, ja, gar keine Frage. Nein, 72 oder 80%ige Auslastung ist schon sehr, sehr nett. Ja, das haben wir auch anders gesehen bei anderen Programmen. Ja, und wo kommen wir aus? Wir haben einen Rekord, soweit ich weiß, lag der bei 43 Sekunden. Die werden wir definitiv nicht schaffen, weil wir sind schon drüber. Das war aber auch QuickSync. Ja, muss man ja dazu sagen. Hier kommen wir auf 1.02. Das ist im Prinzip die Gleichwertigkeit. Nee, eine Sekunde mehr als das ich gemanagt habe, als ich den ohne mein Zusatzprogramm getestet habe. Und das bedeutet, dass wir ein allgemeiner Testwinner haben. Weil jetzt können wir alle CPUs, die aktuelle CPUs, die zurzeit Gültigkeit haben, die können wir jetzt vergleichen. Und das bedeutet, die 10.900K ist die absolute Gewinner, wenn es um HD-Material geht, wenn sie QuickSync-Unterstützung haben. Haben sie es nicht, kommen sie auf 1.09, ist sie die letzte. Aber daran merken sie, wie wichtig auch für Edius das QuickSync noch ist. Ja? Dann haben wir die Intel 10940 und da kommt die Überraschung, die kam auch auf 1.02 und ich komme jetzt auf 1.01. Das heißt, ja, ich habe zwar hier 14 Kerne mehr, aber es bringt mir nichts mehr. Also nicht die Menge, die ich jetzt erwartet habe, dadurch, dass ich 4 Kerne mehr habe. Gut, muss ich so notieren und dementsprechend, ja, die erste kleine Enttäuschung, aber wie gesagt, ob ich jetzt 1.1 habe oder 1.02 oder eben 58 Sekunden, wie bei der AMD Threadripper, das juckt mir eigentlich überhaupt nicht. Es juckt mir noch nicht mal im Vergleich zu die 43 Sekunden. Und ja, ich weiß, wir haben ja nur 2 Minuten getestet, würde also in der Stundentabelle schon ein bisschen Unterschied sein, aber es sind immer noch dann, ich sag mal, 5 Minuten höchstens und das bringt mir nicht in Sorgen. Das heißt, alle CPUs, die wir jetzt in der High-End-Klasse haben, angefangen von der 10.900K, also alle i9s sind, und der Threadripper, nicht vergessen, sind für Edius und HD überhaupt kein Problem mehr. Fangen wir gleich mal an mit der 4K. Wir werden heute also versuchen, das alles in eine Schulung durchzuführen. Deshalb kippe ich ein bisschen Gas. Auch hier erkläre ich nicht mehr, was wir hier haben. Ich sage Ihnen sogar, also gleich mit der Sequenz 3 anfangen, also die Sequenz, wo wir auch unsere Filter etc. haben. Vor allem wichtig wegen QuickSync, weil natürlich Edius auch bei QuickSync die alle Filter etc. benutzen, was natürlich nicht bei jedes Programm gegeben ist. Ja, wenn wir mal bei der Matic zum Beispiel anklopfen und da sagen, mach auch mal Filter drin, dann sieht es plötzlich katastrophal aus, wenn es um QuickSync geht. Also immer aufpassen, womit man vergleicht. Ja, aber wir haben immer Edius genommen, dementsprechend können wir auch die Zeiten hier in Edius
benutzen. Ob Sie hier 110 eingeben oder 120 oder 130, ich habe das mal gemessen, das sind 1 oder 2 Sekunden, das tut nicht weh. Es geht allgemein um die Performance, die letztendlich herauskommt. Ja, starten wir und reden wir mal über die ganze Geschichte hier. Was ist los, wenn EDIUS 10 kommt? Ja, weil EDIUS 10 hat einen riesen Vorteil für solche High-End-Maschinen, die wir hier jetzt schon eigentlich viel verkaufen. Weil es kommt eine neue Codex dazu. Das haben wir in der ersten Schulung oder der ersten Information von der Herr Lehmann-Horn gehört. Das wäre also ein sogenannte NVIDIA-Tracker dazu bekommen, sprich ein Encoder und Decoder. Und ja, diese hat es wirklich in sich, weil die beschleunigt natürlich nachher solche Rechner, die kein Quicksync haben, enorm. Ja, wie viel werden wir gleich mal angucken? Nein, das kann ich nicht mit EDIUS, weil ich habe auch nur eine EDIUS 9 und ich habe keine EDIUS 10. Ich bin nicht bevorzugt oder sonst was. Auch wir kriegen die EDIUS 10 erst dann, wenn sie ausgeliefert wird. Ich darf noch nicht spielen, es ist einfach so. Aber es gibt natürlich andere Programme wie Adobe Premiere oder wie Magix, die das wohl schon können. Magix X kann schon mit NVENC Gas geben und auch Adobe Premiere kann das seit Mai. Diese große Änderung in der NVIDIA-Karte oder in der ATI-Karten, die kam quasi Ende April in die APIs, also die Programmierumgebungen für Hersteller, die solche ja, Unterstützung anbieten, kam diese große Änderung und ja, seit Mitte Mai hat dann Adobe das so gebracht und vor 2 Wochen hat dann auch die Firma Magix das angekündigt für die neue Pro X. Das heißt, auch da wird es unterstützt und auch da werden wir das natürlich testen. Da Premiere für uns kein großer Wurf ist, habe ich das mal bei meinem Rechner natürlich getestet, aber da werde ich keine Schulungen oder sonst was zu geben, weil das können andere mit Sicherheit besser, als ich es kann. So, was passiert hier? Wir werden mal schauen. Wir haben hier der CPU wirklich mit 100% alle am Laufen. Ja, herrliche Sache, so und nicht anders erwarte ich das Ganze. Sie sehen, wir haben kein Quicksync und dementsprechend läuft diese Zeit natürlich auf reine CPU-Last. Ja, und deshalb sind die CPUs hier auch mit 100% und 4,3 GHz ausgehandelt. Hier wird mein Programm, also weil es eben mit 100% wirklich durchläuft, oh, hier haben wir einen kleinen Absatzsacker, wird das dann auch wehtun. Wir haben hier 4,3 GHz, die CPUs sind ausgelastet und wir haben eine Temperatur im Moment von 91 Grad. Also der wird gebraten, wenn Sie so wollen, ist aber erlaubt bis 100 Grad Celsius. Also noch immer in einem sicheren Bereich. Aber Sie merken, wir kommen jetzt wirklich an einen Bereich, wo wir also, ja, nennen es mal das Ende der Fahrtestange nennen. 18 Kerne müssen natürlich auch abgekühlt werden. Und wenn wir die Größe von diesen Kernen mal sehen, das ist wirklich nicht mehr viel. Diese 4x4 cm, was das ist, wie so ein CPU ausmacht, ja, dann hat man einfach ein Hitzeproblem darunter. Also für die 10.980 werde ich wirklich nur die Wasserkühlung benutzen, während ich bei der Threadripper ohne weiteres die normale Lüfterkühlung anbiete, weil der kann das sehr, sehr gut ab. Da lagen wir auch deutlich niedriger. Ja, und dementsprechend trotzdem eine sehr gute Leistung gesehen. Apropos Leistung, wir werden schon mal die Zahlen dabei holen. Diese Tests, die wir hier jetzt machen mit der Dreier-Sequenz, die hat auf der 10.900K wir hatten hier 8-Bit. Das heißt, mit QuickSync 4 Minuten 22 gedauert. Das war Rekord mit der AMD, die hatte auch 4,22. Und wir hatten ohne QuickSync 8,21, also das war glatt die Hälfte. Und 4,22, 5,15 bei der 10.940 und 4,22 bei der AMD. Ja, und hier bei der 10.980 kommt eben 4 Minuten und 54 raus. Hier etwas mehr sehe ich, aber das sind die Zahlen, die ich gemessen habe. Und ja, das bedeutet wieder, wir sind schneller als die 10.940.
aber wir sacken ab im Vergleich zu der AMD Threadripper. Und da muss man dann ganz knallhart sagen, der AMD Threadripper mit seinen 24 Kerne, obwohl nicht optimiert, muss man ja mal eindeutig sagen, die Programmeurs programmieren auf Intels, haben trotzdem durch die viele Kerne eine deutlich bessere Leistung, weil 422 gegen 454 ist schon ein deutlicher Schluck aus der Pulle. Wir sehen, dass der 10-Bit-Umgebung, dass die gewonnen wird durch der AMD, und zwar 425. Wir sehen auch, dass der 10-Bit mit 10940 und 10980 kaum Unterschiede bringen. Das sind 2 Sekunden, das ist nicht viel, denn das kommt dadurch, dass ich die 10940 trotz normaler Lüfterkühlung deutlich höher takten kann. Wir liefern die aus mit 4,5, 4,6 GHz mal 14, bringt eben fast das gleiche wie hier die 10980. Okay, der ist etwas schneller. Und bei der 10-Bit ist es dann, auch wenn man eine richtige Umgebung hat, wie es hier jetzt so der Fall ist, also Spur 3, Sequenz 3, dann sehen wir, dass da mit 556 dann doch ein größerer Unterschied ist, aber es sind wirklich, na, es ist weniger, als ich wirklich erwartet habe. Und deshalb finde ich die 10980 ja eigentlich, neben dass wir so lange warten mussten, auch noch enttäuschend, wenn es um die Endgeschwindigkeit geht. Ja, sie ist schneller als die 10940, aber jetzt müssen wir mal die Preise vergleichen. Zurzeit mit 1299 ist es das definitiv nicht wert. Bei 1099, das, was wir früher auch als Preis angenommen haben, weil das eben so prolongiert würde, ja, da muss man einfach sagen, das ist zu viel, das Gute. Dafür werde ich, glaube ich, nicht allzu viele verkaufen können, weil dann würde ich eher die 1049 nehmen, wenn ich ein Intel-Fan bin, auf Dauer. Oder eben, ich würde direkt auf die AMD Threadripper gehen. Ja, soweit haben wir jetzt ein absoluter Gewinner, wenn es um 4K geht. Da würde ich die Threadripper definitiv vorne wegsetzen. Und HD und Unterstützung von 4K mit QuickSync, da ist natürlich die 10900K definitiv die bessere. Wie wer was am besten kommt, habe ich schon mal in der AMD Threadripper Umgebung nochmal gut erklärt. Einfach die Film nochmal angucken, wenn es darum geht, wo ist QuickSync wichtig und wo nicht. Ja? Warum finde ich das alles jetzt so schön und gut, wie es ist, nicht mehr wichtig? Weil Edius 10 kommt. Und Edius 10 hat etwas versprochen. Nämlich, dass wir mit der Intel und der AMDs, die kein QuickSync-Unterstützung haben, ein neuer Codex bekommen. Ja, habe ich hier mal so ein bisschen Recherche gemacht. Und was kommt raus? Dass eben, wie gesagt, der API seit Ende April so weit geändert worden ist, dass man eine deutliche Beschleunigung in diese CUDA-Umgebung bekommt. Das heißt, es ist zwar immer noch CUDA, die hier eine Hauptrolle spielt, aber es wird trotzdem anders verwaltet. Und zwar ist man jetzt auf die Idee gekommen, ähnlich wie bei QuickSync, man muss es ja mal so sagen, QuickSync ist ja direkt mit der CPU verbunden und klaut ein bisschen von der RAM, die wir zur Verfügung haben. Das haben wir ja letztes Mal sehr gut sehen können mit 8, 16 und 32 GB. Das war der letzte Film, wenn Sie die noch nicht gesehen haben. Und Sie haben QuickSync unbedingt angucken, weil super wichtige Infos da drin sind. Aber wir haben gesehen, dass dieser RAM auch eine deutliche Rolle spielt. So, und jetzt hat der Nvidia es so weit geschafft, dass die interne Grafik-RAM, die mitliefern, also 4, 6, 8 oder eben 13 GB, glaube ich, bei Nvidia, dass diese RAM jetzt benutzt wird für die Ausrechnen von unserem Bildmaterial. Und das ist ein enormer, enormer Sprung. Weil früher sind die nach draußen gegangen, sind also über die CPU nach der RAM gegangen und wieder zurück, um etwas auszurechnen. Und man hat jetzt einfach diesen Weg einfach komplett abgekürzt und macht jetzt die RAM-Berechnung innerhalb seines Speicherbereichs, die Sie sowieso haben. Das heißt, wir spielen nicht, wir brauchen diesen RAM-Bereich nicht unbedingt, wir brauchen die für Einzelbildberechnung. Ja, und das funktioniert tadellos und sehr, sehr gut.
Jetzt gibt es da auch ein paar Sachen zu berücksichtigen. Einmal qualitativ. Wir haben da Unterschiede, das kann man in die Grafikkarten feststellen. Wir können nur mit moderne in NVIDIA-Grafikkarte arbeiten. Das fängt an bei der 1650, das ist, glaube ich, die kleinste Karte, die ich jetzt gefunden habe. Und ja, steigert sich anlang, wie viel Geld man ausgeben kann. Das kann bis zur Tesla 4, das ist im Moment das Geschoss, was NVIDIA anbietet, für lockere 6.000 Euro. Die können Sie natürlich auch bekommen bei uns. Und die ist zurzeit definitiv die schnellste Grafik-Engine, die diese NVENC, so heißt das Verfahren, quasi unterstützt. Und dieses NVENC ist ähnlich einzuschätzen für euch erstmal wie QuickSync. Das bedeutet, wir kriegen eine enorme Beschleunigung, wenn wir encoden oder decoden. Das heißt, in beide Bereiche, auf der Timeline und bei es Wegsetzen in MPEG, wird dieser Codex unterstützt von der Grafikkarte. Und das bedeutet, dass wir unsere Tests, die wir bis jetzt immer gemacht haben, ja ab September wiederholen müssen. Ob das schneller ist, werde ich euch mal zeigen anhand von dieser Spreadsheet. Und zwar habe ich mal bei Adobe Premiere das Ganze durchgeführt und getestet. Ja, und hier seht ihr, dass Adobe, ich sag mal, ich habe hier diese Bug Bunny Film genommen und habe den mal ausgerendert auf 10.900K. Ja, und da haben einmal die Werten, die eben ohne irgendwelche Unterstützung ablaufen. Dann habe ich die Werte mit QuickSync gemacht, weil natürlich auch Adobe, das seit voriges Jahr, glaube ich, QuickSync unterstützt. Allerdings muss man dazu sagen, dass QuickSync nur etwa 30% bei Adobe bringt, während es bei ja, Helios ein gute 100% immer noch ausmacht, wenn es drauf ankommt. Also, oder sogar mehr, wie älter der CPU ist, weil wenn sie nur 4 Kerne haben und nicht 10 Kerne, wird der Unterschied noch größer sein als mit den 10 Kernen, aber da auch 10 Kerne noch arbeiten, ja, statt 4. Und das merkt man natürlich. Bedeutet einfach, dass die Adobe Premiere gar nicht so ja, Vorteil aus die QuickSync zieht, wie zum Beispiel ein Helios macht. Trotzdem sehen Sie hier, dass NVIDIA enorm gute Werte bringt. Ja, und das bedeutet einfach hier, ich habe selber also dreifach Geschwindigkeit gemessen und das ist nie wenig, das ist sogar deutlich mehr als bei QuickSync. Allerdings, nochmals, das hier ist Adobe Premiere. Wie das bei Helios aussieht, ich weiß es natürlich nicht, nur der Firma Crosswelly oder die Leute, die Helios programmieren, langsam. Ja, also die Leute, die Helios programmieren, das sind die Japaner. Und die kommen eigentlich früher von der Firma Canopus und das war einer der größten Grafikkartenhersteller in Japan. Das heißt, die haben den Know-how im Haus. Die wissen, wie so etwas funktioniert. Sehr QuickSync, ja. Kein Firma kriegt das so gut hin wie die Firma Grasvelli. Und das bedeutet, oder damals Canopus, ja, wenn Sie das noch erinnern. Und das bedeutet, da habe ich das vollste Vertrauen eigentlich in die Jungs, dass die das hinkriegen. Ja, und das bedeutet, ich bin super, super gespannt, weil es bedeutet ja einfach zwei Sachen. Auch die großen Boliden hier, die jetzt schon super schnell sind, werden viel, viel bessere Werte noch sehen. Ja, wenn wir einfach davon ausgehen, dass so eine Spur 3 mit 10 Bit, und da kommen wir zu der nächsten Überraschung, die NVIDIA Codex unterstützt auch 10 Bit, sie unterstützt sogar 12 Bit. Ich hoffe mal, dass Helios es integriert, aber sie können es. Das kann QuickSync nicht. Ja, aber sogar wenn ich hier einfach die QuickSync-Werten vergleiche, die werden wir pulverisieren, befürchte ich. Sprich, was heißt befürchte? Ich hoffe es. Ja, aber ich bin da direkt dafür. Das heißt, wenn Sie einen neuen Rechner kaufen, dann haben Sie sowieso eine der neuen Grafikkarten. Aber man kann wirklich dann überlegen, mit Helios 10 auch eine andere Grafikkarte zu kaufen. Jetzt ist es nicht so, natürlich, dass jemand, der QuickSync benutzt, dass die jetzt eine neue Grafikkarte kaufen muss, weil QuickSync ist ja auch super schnell. Wir müssen einfach vergleichen. Ja, aber ihr merkt, diese Codex, vor allem für die Leute, die mit den neuen Rechner spekulieren oder hoffen,
und noch nicht so zufrieden sind mit den Daten, die ich jetzt gebracht habe, obwohl ich sie super finde, ja, aber ist ja klar, wenn ich eine Stunde Film habe und ich muss 2 Stunden warten, dann finde ich das immer noch zu viel. Ist auch logisch, ja, aber das wird sich ändern und zwar radikal. Ja, und ich hoffe, er hat jetzt so verstanden, ja, ich habe inzwischen einiges gezeigt hier. Wir werden auf dieses Thema nochmal deutlicher zu reden bekommen, wenn wir natürlich tatsächlich ein Windows oder ein EDIUS 10 zur Verfügung haben. Aber erstmal, damit ihr weiß, welche Grafikkarten in Frage kommen, ab der 1650 besser noch die, wenn ihr es richtig macht, die RTX-Karten, weil die RTX-Karten haben einen riesen Vorteil im Vergleich zu den GTX-Karten. Man kann es ja mal so unterteilen. Die RTX-Karten können in gehobenem Niveau in der Bearbeitung in 444 arbeiten und das bedeutet einfach, dass eine bessere Qualität nochmal rauskommt im Vergleich zu den GTX, die das nicht können. Soweit kann ich das schon mal mich aus dem Fenster lehnen. Das bedeutet also, wenn ihr wirklich das Nonplusultra haben wollt, dann kommt die RTX in Frage. Inwieweit das jetzt wirklich Qualitätsunterschiede bringt, müssen wir wirklich abwarten, wenn wir das vergleichen. Ja? Tatsache ist, diese Beschleunigung ist schon mal genial schnell. Das haben wir schon bei Adobe gesehen. Und ich denke, dass auch die Firma Cresvelli das super hinkriegt mit der EDIUS C. Ja, das war's. Das sind 2 super Neuigkeiten. Und ich denke, wir wissen jetzt Bescheid. Der AMD Threadripper bei 4K 10-Bit oder High-End 4K-Ausgabe ist die beste, in meinen Augen. Ich sage einfach meine Meinung. Und in der Mittelklasse ist es definitiv die 10900K, die mit QuickSync zurzeit hier alles wegfegt. Das wird sich aber mit EDIUS 10 ändern. So viel hat er jetzt auch gelernt. Und wenn Sie mögen, was wir hier machen, Sie wissen es, ein Like oder eben ein Kommentar. Was hält ihr von der neuen Nvidia? Das ist natürlich die große Frage, die ich an euch habe. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb. Bis zum nächsten Mal.